Ich war vor zwei Wochen kurz hier. Ja, mit dem Fahrrad. Ja, warst mit dem Fahrrad. Ja. Und das ist dein Mann? Das ist nicht mein Mann. Nee. Nee. Bist du unverheiratet? Ja. Und bist noch ledig? Ja, meine Mutter kommt ja aus der Wiesenstraße, da habe ich ja noch gesucht. Ja, und wir müssen heute runter gehen noch bis Wiesenstraße. Ne? Ja. Müssen wir versuchen. Ja. Rangehen, ne? Ja. Das ist sehr viel Wald jetzt auf beiden Seiten. Meine Mutter hat gesagt, früher war nur auf einer Seite Wald. Jetzt. Früher war auf der einen Seite, nur auf der rechten Seite. Ja. Auf der linken Seite war kein Wald. Auch hier war kein Wald, hier war auch kein Wald. Hier war nirgends Wald. Ja. Ja, nirgends. Es waren nur vereinzelte Bäume standen hier. Der Wald, was da ist, ist derselbe Wald, ist noch jetzt. Ne? Ja. Und hier war auch kein Wald. Das sind immer 60 Jahre her. Ne? 60 Jahre ist der Punkt. Und wie viele Menschen haben hier gelebt in Bismarck vor dem Krieg? In Bismarck, das waren so, ich kann nicht sagen, 300 waren Häuser, Gehöfte. Mhm. Gehöfte, an 300 waren in Bismarck. Und heute? Und heute, hier, das ist hier die Bismarckstraße, wo ich wohne, sind also 4 Häuser noch. Und dann sind noch, in der Krummer Straße sind noch, glaube ich, 10 Häuser. Und in der Puttkummer Straße sind 2 Häuser. Sonst alle anderen, die anderen alle Straßen sind leer. Es war die Torfstraße, man fängt an von der Murfogtei, wenn man nicht fährt nach. Erstmal war die Torfstraße. Die ist ganz egal, also ist nicht mehr zu, kann man nicht mehr erkennen. Und nachher weiter ist, nachher kommt die Puttkummer Straße, das sind 2 Häuser, die nach Sausgolden geht. Und dann kommt die Krummerstraße, also sind 10 Häuser stehen noch. Dann kommt die Wiesenstraße und da steht auch kein Haus mehr. Und dann geht es weiter hier nach Russland, hier ist die Bismarckstraße. Da sind 4 Häuser. Die große Hagenstraße ist kein Haus mehr. Die große Müllerstraße ist auch kein Haus mehr. Die kleine Hagenstraße, die kleine Müllerstraße ist noch. Die Kaiser-Wilhelm-Straße wohnt auch, ist auch nichts mehr. Nachher war noch hier. Die Mittelstraße, auf die jetzt der Chaussee über, da waren auch 20 Häuser, steht auch nichts mehr. Waren denn nach dem Krieg noch mehr Menschen hier oder sind die alle mit der Flucht schon weg? Na, wissen Sie, hier sind geblieben, also so, kann man sagen, vielleicht so 2% vielleicht von den Einwohnern sind geblieben. So, sehr wenig sind zurückgeblieben. Ne? Haben Litauer rein oder Russen? Die ersten, was sie gewohnt haben hier, es waren etliche Litauer wohnt noch. Es kamen etliche, also wir, mein Onkel, Kahnfels kam da zurück, nicht? Und da waren noch welche, waren nur vereinzelt, also vielleicht von, kann man sagen, so 5% kamen zurück, die ersten 5 Jahre, nicht? Kamen nicht zurück. Wenige kamen zurück. Und was ist mit den Häusern passiert? Auch wissen die Häuser, das waren alles Holzhäuser und also ungefähr so 3% waren abgebrannt. Das waren die ersten, die Rote Armee, die ersten Stoßzapfen da reinkamen, die haben sie dann angezündet, nicht? Aber es waren vielleicht vor 3% bloß nicht. Wie hier, die Murfogtei war abgebrannt, nicht? Die ersten Tage, nachher die Schule A, bei Lodzewitz, die war abgebrannt. Die Schule B in der Kummerstraße, der Butkowalsch, die stand. Und die anderen Häuser waren Holzhäuser, die haben sie abgebrochen als Holz, die haben sie alle verfeuert. Das Holzmaterial in der Stadt. Hier in der, es war, schon ist er nicht sagen, es war so 48 oder 49, noch vor Weihnachten kurz, in der Hagenstraße, da wurde einer noch erdrückt vom Haus, das haben das Haus, wie sagt man, abgebaut, nicht? Ja. Haben sie die Stände abgeschlagen, wurde einer auch erdrückt noch. Ja, ist. Ja. Kam das endlich in der Hagenstraße. Ja. Naja, und. Wie ist das heute für Sie? Ach, heute wissen Sie, ist es, man sagen so,
So ein Leben rechts außen, aber es macht sich keine großen Sprünge. Ne? Also die Rente ist klein, ist wenig. Kommen hier manchmal noch andere vorbei, so außer jetzt Karin, die hier mal gelebt haben? Ja, es kommen. Nur wenn die ersten zwei, drei Jahre kamen viele nicht, aber jetzt sind viele schon gestorben. Und von der Jugend kommen wenige kommen hier rüber, nicht? Sind wenige. Etliche kommen noch nicht, aber die sind gewesen, das ist bei euch ist ein Schloss, ne? Wir haben noch einen kalten Sommer noch haben, einen kalten Frühjahr, ne? Wacht? Mimimelwacht, ja. Und die wurde hier auch rausgebracht, die Zeitung? Wie sagst du? Der Briefträger hat die hier gebracht, hier? Der Briefträger gebracht, ja. Der Briefträger Jonas Kies hat uns hier gebracht, ja. Es waren zwei Briefträger hier. Für Bismarck A und Bismarck B, zwei Briefträger waren hier. Ist der Dampfboot schon da? It's always very strange for me to come here. To come to Bismarck because of my family and my grandfather built a house and there's nothing left. But I feel very rooted here. Yeah. So yeah, yeah. So. Du musst einfach nur erzählen, was wo ist, wenn ich filme. Also siehst du, also ich habe den Kamm brauchen, wir jeden Frühjahr brauchen den Kamm, wir haben Hochwasser. Also wir hatten immer das Wasser, so viel haben wir Wasser gehabt, hier bis diese Fläche, kannst du sehen, die Rinne kannst du sehen, so viel ist Wasser gewesen, ne? So Hochwasser, dieses. Aber nicht jedes Jahr, das ist mal in 10 Jahren einmal. Ne? In diesem Jahr hatten wir auch zweimal Hochwasser. Es war also nicht viel, ne? Mit den Handkern konntest du fahren, also auf dem Hof nur einer allein. Jetzt war zu wenig Wasser in diesem Frühjahr. Es war im Februar und im Monat März hatten wir dieses Jahr zweimal Wasser. Schön. Han? Ja, das ist nicht mein Seelsorger, das hat einer in Russland gebaut, ne? Ja, mein Vater war Bus- und Kammbauer. Kiek pyvo reikia išnaudoti? Tu dabar šiandien užnuok?
Masė nebrangi, tai pigia, seina, žinai, nu, vis tiek. Produkcijai čia pagamina, galiausiai fabrikai čia traktorius, čia žmonės įdarbina tos, kurie čia dirba. Žmonių daugiai, technikai jų technikai. Nu, tai vis tiek, bet čia, nu, vis tiek dirba žmonės, turi darbą kažką. Vis tiek geriau, neblogiau. Tegu tik šiandien. Žinai, minu, kiek technikumas, 3 karvai, virš 1000, tai yra vos. Apie 1000, jo. Technikumas, vien tiek pagrindinė, ne? Ir dabar kiek skaityk, ant pirkti, tai kiek čia žmonės kelis. Dabar kas čia liko ten buliukai, 50 karvių, tai turi galvoti. Taip, tai viskas. Rusin, kiek karvių viršui, semi. Jau rusin buvo. 800 kažkas karvių. Da, das wir hier sehen, so. Was soll ich da was machen? Arkle schleifen, a bisschen schleifen, Wolfgang. Wie viele Tiere hast du? Wie viele Tiere? Hm? So, ein Pferd, 4 Ziegen, ein Dutzend Schafe. Ein Dutzend Schafe, ne? Es ist ein Dutzend, das 12. macht ein Dutzend voll, ne? Und wer sie liebt, der wird ganz doll, ne? Also Sprichwort. Und wie heißt das Pferd? Kuse. 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 Kuse, komm. Kuse. Ja, einer ist wahnsinnig. Hier der Boot war in Deutschland, einer ist der Pfalz, war eigentlich unter der Straße, ne? Ja. Und jedes Mal kam, die waren hier in Neumessers, waren sie. Mhm. Haben sie logiert. Ja. Und hat jedes Mal ein Fabrikchen gebracht hier. Ja, das ist selber gefährlich. Ja. Und jetzt kommt, die waren gefahren, sie wollten hier zum Waren. Ach, so. Die Loch hat was haben zu bohren, wir decken auf Rittersch. Mindero, was was haben sie ohne Kanische. Я помелю, некуда не будет. 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 Я помелю, нек
Banza ir kaupas tepas. Kelpa jis buvo anksčiau, prie mišūkį. Jo, tai va, jie atėjo čia dabar. Agentūra. Turiu 10. Eigonas klovė ir dirbė agentūra. Šiandien pensija. Aš šiandien pensija. Rugsėjo 12. Aš iš Lietuvos. Mes ten nepažįstame. Aš jau pensijos, taip, laikas. Jaunim bitas padaryti visą. Taip. Čia aš mežina įdėti. Įvaistė. Žinai, kad niekas jie padarys, ne? Laukia, pa... sūnaus laukia, nieko žemčio. Ką? Sūnaus laukia, sako. Sako, turi, aš važiuos, jau, niek, aš važiuos kitą. Va pas, ner... runter und sich Messtischblätter groß und recherchiert und will genau wissen, wer, welche Leute in welchen Häusern wohnten, wo Häuser standen. Und ich bin also schon besessen hier mit Bismarck. Karin, jetzt erzähl doch mal eben für die Kammer, für dich, du und Bismarck. Das ist einer der wenigen, die hierher kommen. Ja. Du kannst vielleicht ein bisschen was sagen, die Bedeutung für dich speziell. Mhm. Ja, ich bin vor 2001 zum ersten Mal nach Litauen gekommen und unter anderem nach Bismarck, weil meine Mutter hier geboren wurde. Mein Großvater hat hier ein Haus gebaut, 9 Kinder wurden hier geboren und ich wollte einfach sehen, wo die Spuren sind. Ich bin vorher sehr viel rumgereist und war eigentlich immer auf der Suche nach so einem idealen Platz für mich. Und dann kam ich nach Bismarck, habe leider überhaupt nichts mehr gefunden und habe mich aber hier ins Gras gesetzt und die Atmosphäre aufgenommen und habe mich sofort hier verwurzelt gefühlt, wo ich einfach merkte, so, ich bin so viel rumgereist, aber hier bin ich angekommen. Und ich jedes Mal, wenn ich wieder nach Bismarck komme, ich fühle mich unheimlich dem Land verbunden, obwohl nichts mehr steht und obwohl wirklich nur noch Natur da ist und die Natur und das Moor sich wieder ihr Recht zurückerobert haben, aber es ist wirklich für mich so ein Teil Heimat und ich gehöre hier schon ein bisschen hin und ein Teil von meinem Herzen. Ich spüre auch einfach die Kraft meiner Familie, die hier noch herrscht.
Als ich zum ersten Mal nach Bismarck kam, da wollte ich einfach einen Kreis schließen. Ich habe aus dem Blumengarten meiner Mutter Blumensamen mitgebracht und habe den in Bismarck ausgestreut. Und ich finde, jetzt ist wieder ein Kreis geschlossen. Hier, kommt hier ran, das ist Unsinn. Kommt rein. Komm. Wo fahren wir jetzt hin? Wie kommen wir da hin? Jetzt fahren wir zur Wiesenstraße und gehen wir zum Eichenplatz, wo die drei alten Eichen stehen. Fahren die Bismarckstraße rauf bis zur Hauptstraße Rosheidekrug und dann nach rechts abdrehen, jetzt in die Wiesenstraße rein. Ach, komm, jetzt aus der Nähe. Komm rein. Komm. Bitte nochmal von vorne, die Eichen. Hier sind die drei Eichen. Hier ist der alte Friedhof. Hier war die Waldschule, der Sportplatz und der Teufelsteich. Da kotzen sie, wo du sagst, und du hast alles, ja. Du hast alles Zeichnungen gemacht, die Wiesenstraße. Das ist die Drei Eisen. Kolonistenstraße. Und da hat meine Familie gewohnt. Das ist Kolonistenstraße, Wiesenstraße. Und hier habt ihr gewohnt, hinter der Kulissen. Ja, genau. Da hinter der Kulissen habt ihr gewohnt. Hier waren Heideck. Heidecks und hinter Heidecks. Stagars, das war meine Familie. Das nicht aus, das waren drei Häuser. Hier waren ja, genau. Ich weiß nicht.